Nicht nur vor der Industrie- und Handelskammer herrscht vorweihnachtliche Stimmung, nein, auch im großen Saal der IHK Magdeburg. Hier fand am 9. Dezember 2016 die jährliche Weihnachtsfeier für ausländische Auszubildende in Sachsen-Anhalt statt. Circa 100 Azubis aus den verschiedenen Jahrgängen waren an diesem Nachmittag anwesend. Sie haben seit 2013 die Gelegenheit, über das Förderprogramm Mobi Pro EU in Sachsen-Anhalt eine Ausbildung in Mitgliedsunternehmen der Industrie- und Handelskammer oder der Handwerkskammer Magdeburg zu absolvieren. Das erfolgreiche Mobi Pro Projekt läuft jedoch aus. Der laufende Jahrgang war also der letzte. Über 80% der Azubis kommen aus Spanien, aber auch Auszubildende aus anderen Ländern wie Bulgarien, Portugal, Slowenien oder der Slowakei sind vertreten. Nach einer weihnachtlich-musikalischen Einleitung des Musikkurses der 12. Klasse des Internationalen Gymnasiums Pierre Trudeau Barleben begrüßte der Hauptgeschäftsführer der IHK Magdeburg, Wolfgang Merz, die Gäste. Wir möchten mit dieser Veranstaltung ausdrücklich allen hier im Raum Versammelten ein großes und herzliches Dankeschön aussprechen. Das ist auch der Inhalt dieser heutigen Veranstaltung. Ich denke, Sie, wir haben viel erreicht. Unter den Gästen war auch der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff. Auch er lobte das auslaufende MobiPro-Projekt. Aber so einen deutlichen Push nach vorn, dass man echt einen Ertrag hat, das ist ein Glücksfall in dieser Konsequenz mit MobiPro verbunden. Und deswegen ist das für mich auch ein inneres Bekenntnis, da weitermachen zu sollen. Anwesend war auch die zuständige Referatsleiterin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Simone Solka. Auch sie richtete Grußworte an die ausländischen Azubis. Abschließend hielten einige der Azubis einen kurzen Vortrag über ihre Arbeit und ihr Leben in Sachsen-Anhalt. Alle loben das hervorragende Verhältnis zu ihren Arbeitgebern und Betreuern. Viele von ihnen wollen auch nach ihrer Ausbildung in Deutschland bleiben. So wie auch Daniel aus Spanien. Er absolviert seine Ausbildung bei Karstadt in der Sportabteilung und gehört zu den besten Lehrlingen in seinem Bereich. Daniel fühlt sich in Magdeburg sehr wohl und will sich mit seiner Frau in seiner neuen Heimat niederlassen. Mir geht's gut. Wird immer besser mit der Sprache. Am Anfang war nicht so einfach. Aber wie gesagt, im Moment fühle ich mich hier wohl. Und meine Gedanken sind, nach meiner Ausbildung hier zu bleiben. Zu den Vortragenden gehört auch Roger. Er macht seine Ausbildung als Speditionskaufmann bei DAXA. Auch er fühlt sich sehr wohl und lobt die Hilfsbereitschaft in seinem Unternehmen. Ich fühle mich hier in Deutschland sehr gut und alle die Deutschen helfen mir in der Berufsschule, in Arbeit und sie nehmen mich im Team auf. Bei einer Weihnachtsfeier darf natürlich auch der Weihnachtsmann nicht fehlen und er kam auch mit vielen kleinen Geschenken für die zahlreich erschienenen Azubis. Nachdem die Geschenke verteilt waren, sangen alle gemeinsam verschiedene internationale Weihnachtslieder. Viele der Azubis haben die Möglichkeit, dieses Jahr Weihnachten zu Hause bei ihren Familien und Freunden zu verbringen. Aber einige von ihnen müssen ihren Pflichten auch zu Weihnachten nachkommen und daher verbringen sie das besinnliche Fest in Sachsen-Anhalt. Das war der letzte Beitrag von IHK TV für 2016. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und wir sehen uns wieder 2017.